dieses Video ist für meine Freunde vom TC Frohnau. Das ist der Club, wo ich aufgewachsen bin, wo mein Herz noch ist. Und speziell für einer meiner besten Freunde, Christian Stecher, für seine U12-Mannschaft. Santian, Juri, Arthur, Ludwig und Kilian. Und worüber ich heute reden will, ist diese Drehung im Oberkörper, diese Ausholbewegung, dass die relativ zügig ist. Denn ihr seid jetzt U12, U14 kriegt ihr schnelle Bälle und wenn ihr da nicht zügig in diese Ready-Position kommt, ja, das wird dann schwierig für euch. Dann trefft ihr den Ball zu spät und die gehen nach oben oder seitlich ins Aus. Ihr müsst es relativ zügig machen. Das heißt, sobald, kurz bevor ihr der Gegner den Ball trifft, schlägt den Split-Step, die Drehung und dann geht ihr zum Ball und schwingt durch. Wichtig ist, dass ihr nicht verkrampft seid, denn wenn ihr zu verkrampft seid, habt ihr keine schöne Bewegung in der Vorhand, sondern ihr müsst so entspannt sein, dass es nicht zu doll ist und dass es nicht zu leicht ist, sondern dass ihr das wirklich, dass der Schläger die meiste Arbeit übernimmt und dass, wenn ihr beim Treffpunkt seid, dass ihr ein bisschen mit dem Ball geht und dann rüberzieht. Nicht sofort direkt in den Spin reingeht. Und dann das Handgelenk, ihr nehmt das Handgelenk, kommt ein bisschen mit und das muss zur selben Zeit geschehen wie dieser Ausschwung. Ihr könnt nicht das Handgelenk nehmen und dann so schlagen, sondern es muss der ganze Bewegungsablauf muss gegeben sein. Ganz wichtig. Ja, ich hoffe, ich lerne euch alle bald mal kennen und Christian, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder.